damit wieder ein herzliches Willkommen. Let's go, weiter geht's. Ich habe ein bisschen heimlich ein paar Punkte gesammelt. Nicht levelt oder sonst irgendwas gekauft. Na, einfach nur ein paar Berries gesammelt, ein paar Münzen, damit man vielleicht auch zufälligerweise, falls wir mal einen Charakter wieder haben, den was wir zwangsweise nicht Ruffy ist, dass wir den vielleicht dann auch ein bisschen bestärken können. Kommt drauf an, wenn Ruffy, ja, also wenn Ruffy alle Punkte braucht, dann kriegt er sie halt. Das ist auch kein Problem. Ich bin sowieso gespannt. Jetzt kommt wieder so ganz viel, was ich wieder nicht kenne. Und auf das freue ich mich schon wieder extrem. Voll gespannt. Voll gespannt. Und jetzt habe ich ja sowieso, jetzt habe ich wieder sehr viel Story gemacht. Ich mache jetzt vielleicht sogar die Story gleich fertig. Vielleicht kann sie es aber auch vielleicht gleich wieder ändern. Das sage ich gleich dazu. Kann mal so sein, weißt du? Einmal habe ich wieder Bock auf die ganzen Nebenquests, dann einmal wieder auf das. Ich sage mal, so wie ich Bock habe. Plötzlich hat er nur noch einen Würfel mit lauter Einser. Na moin! もう行っちまったのか。もっと話したかったな。何?根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃ、きっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったら、レベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。 なんだそれ?変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え?私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。 Und ich muss dazu auch noch sagen, Giver 4 habe ich. Damit kannst du abgehen bis zu gehen nimmer. Leute, pistolarisch geil. Wirklich geil. Allein schon, wie schnell du von A nach B kommst, wie viele du auf dem Weg fertig machen kannst. Und es kommt relativ schnell wieder zurück, muss ich sagen. Also der Balken fühlt sich relativ schnell auf. Du kannst so locker so vielleicht sogar 3-4 Mal pro Runde Gear 4 einsetzen. Es ist einfach nur genial. Captain Ruffy. Pokémon. Jetzt bin ich sowieso gespannt, was kommt denn jetzt? Ja, es war eh klar. Das Docker-Hanzer daherkommt, ist eh klar. Das kann jetzt interessant werden. 101. Ich bin gespannt. Nach dem A kommen wir ja eh dann schon zu Big Mom, glaube ich. Ich glaube zu Big Mom. Oder kommt das nur mit dem Sanji? Kommt das nicht alles gleichzeitig? Ist es nicht auch so wie mit dem Kolosseum, dass es alles miteinander verbunden ist? Weil es ist ja irgendwas so eine Zwangshochzeit oder irgendwas. Damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Ich weiß nur, dass da der Sanji ein kleines Upgrade kriegt. Weil man ja gehofft hat in der Zeit, der muss stärker werden, aber darf nicht seine Hände benutzen. Teufelsfrucht, wie wär's damit? Also da habe ich ja sehr viele Theorien dazu gehört, aber er hat halt dann seinen Anzug gekriegt.
Muss sagen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es kommt erster, dass wir mal auf die Insel kommen. Ich glaube, das dann ein bisschen was mit Big Mom ist. Dann glaube ich was mit Sanji. Und dann wieder mit Big Mom wegen Katakuri. Und dann ist eh schon wieder Wano Kuni am Start. Aber es gibt ja eh sicher genug Missionen dort. Ich nehme mal an, jetzt sind sie ja auch schon gestiegen von 5 auf 6 Missionen. Bin gespannt. Naja, es kann ja auch wieder sein, dass ihr einfach die gleiche App nehmen, nur dass du halt andere Aufgaben hast, beziehungsweise ein bisschen was anderes zum Tun. Mal schauen. Gleiche Map. Nur einfach was zum Tun. Damit sie kommen, ein bisschen noch zusätzliche Geschichte. Man sieht es jetzt eh, 3,3 fucking Millionen. Alter, ich habe gesammelt bis zum Gehtnimmer. Da können wir sowieso mal nichts kaufen. Ist super, gell? Das ganze Geld. Alter, da habe ich schon ein bisschen zocken müssen. Und dann geht das so zack weg, Alter. Da beginnt es schon zum Schwitzen. Alter, ich werde schwach. Okay, also da beginne ich jetzt aber schon zum Schlucken. Bist du deppert, Alter? Puh. Alter, das ging so schnell. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, das geht so schnell weg. Bist du nice. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und dann können wir eh schon wieder nicht weitermachen, weil wir dann bei gewissen Crewmitgliedern müssen wir ganz weit oben kommen. Ganz weit auf. Ja, dann im Endeffekt ist sind eh nur Peanuts. So halbe der Peanuts sind das. Merkt eh fast gar keiner. Bist deppert, Level 16er mit dem Angriff. Bist du narrisch? Brav waren wir. Wirklich brav. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir waren wirklich brav mit dem Sammeln. Bist du narrisch? Puff. Da sieht man sie eh. Gear 4. Wird wahrscheinlich dann eh austauscht mit dem Snake Man. Kommt drauf an, wie der dann spielbar ist dann im Endeffekt. Aber let's go, Leute. Let's go. Ah, können wir schon einsetzen. Muss ich euch gleich herzeigen. Alter, da gehst du durch wie nix. Alter. Und das Geile ist, ich halte ja einfach nur so drauf und der macht die ganze Zeit so weiter, bis die Ausdauer vorbei ist. Bombe einfach. Bombe. Da mäh ich gleich den Anführer. Hehehe, Digi. Habt ihr schon gesehen? Wow, mehr. Sie gehen in der Nähe. Oh, komm her da. Perfekt. Hui. Boah, da haben wir viel jetzt. Hui. Ja genau, aber wieder bei so welchen Fleckern. Da brauchst du es ja dann wieder, weil so viel. Weil es dann wieder so riesig ist und da musst du dann wieder umschreiben von A nach B etc. Oh, ich glaube, ich bin vom falschen Gang. Na super. Warte, ich komm schon. Und wenigstens viele dann mehr machen auch noch. Perfekt. Immer gleich mehrere mit von einer da. Das Geile ist, nicht einmal im kleinen Modus etc. Du kannst einfach weitermachen, wie wäre nichts. Eine Bombe. Einfach nur Bombe. Und du kannst richtig schön viele mitnehmen. Bist du nahe. Da kriegst du wirklich Schäfühle miteinander. Da gehst einfach durch und rahmst einfach ab bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, weniger geht eh nicht mehr, oder? どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。 Erst bei jedem Arc jetzt, also im Spiel, bei jedem Arc haben sie am Schluss geheult. Bei jedem Arc haben sie immer geredet. Alter, bei Crocodile, ganz am Schluss,
wie sie. Dann bei Enies Lobby, Water Sam ist bei Enies Lobby, die ist bei Semers. Dann beim nächsten Arc mit Marine Ford haben sie auch noch geredet gehabt. Haben sie sogar zwei geredet, oder sogar mehrere, besser gesagt. Dann, wie sie dann wieder vereint waren, in dem, Alter! Jetzt fehlt es dann nur noch beim nächsten und beim übernächsten Arc, dass er jetzt dann wieder herumgeredet wird. Alter, da wird so viel geredet, du Steppert. Aber es ist aber auch nicht bei jedem Arc. Das muss ich auch dazu sagen. Aber die von denen aus, die was sie sich ausgesucht haben. Jedes Mal Rians! Jedes Mal! Das muss ja doch ein bisschen abfallen, oder? Wir brauchen irgendeinen Arc, wo es wieder alle rehren. Wo sie wieder am Schluss sagen. Ah, oh, das war ja so. Siehst du jenes? Alter, jedes Mal! Jedes Mal! Jedes Mal rehren! Geil! Bam, einfach die ganze Game kaputt machen. Scheiß drauf, geht eh nicht um uns. Komm eh nicht wieder her. Na boom. Das ging jetzt aber schnell. Oh, Alter, dafür muss ich jetzt auch noch eine super. Ja, na, immerhin. Es hält derweil noch. Derweil hält's noch. Komm, das muss ja ausgehen. Das muss ja ausgehen. Geil! Ich liebe es. Ich liebe es, wenn du so unterwegs bist. Es ist eh gleich einer. Ja, ist eh schon. Haben wir eh schon kennenlernen dürfen. Oft genug. Gib mir einer, komm. Haben wir gleich den hier noch zusätzlich. Müssen wir ein paar Gegenstände kaputt machen. Hallo, Platin ist fällig. Platin, geht schon. Bam. Ich glaube, bei dem Spiel machen wir eh wieder Platin. Ich bin voll gespannt. Ich glaube, ich habe eh 12, 14 Spieler, wo ich Platin habe. Nicht schlecht. Ein paar schwierige, ein paar leichte. Muss aber sagen, meine Lieblingsplatin, und dafür habe ich ja wirklich geschuftet, ist doch immer die bei God of War. Aber da, wo es als Sonnenmann dabei ist. Steppert, da habe ich geschwitzt. Bist du deppert, scheiß Hurensmutter Valkyrie. Pui! Die hat gefickt. Bist du deppert, die hat Meier gemacht. Die war kein Schastreck. Bist du deppert, die war... Respekt für jeden, der was das geschafft hat. Also, auch für mich. Also da muss ich auch sagen, Alter. So oft wie ich das ausprobiert habe, Alter. Wunder, dass ich es geschafft habe. Aber ich habe nicht so lange gebraucht wie bei manchen anderen, weil ich war damals, teilweise, habe ich ganz am Schluss erst die Sachen eingesammelt, damit ich stärker werde. Und deshalb waren manche Valkyrien einfach viel zu stark für mich, weil ich einfach die ganzen gedroppten Sachen noch nicht gekriegt habe. Und das ist schon ein großer Unterschied, wenn du die Sachen nicht hast. Weil allein schon, die haben wir dann irgendwie genommen gehabt, dass der dann eingefroren ist für kurze Zeit und eine kurze Standby-Phase, wenn es schön ausgewichen bist, etc. Das ist super, das weißt wie hilfreich das war. Oder wenn du mal eine kurze Standby-Phase gehabt hast, Bruder, das hat so geholfen. Du hast eh schon so geschwitzt, weil du es einfach nur noch schaffen willst, diese Drecksvalküre irgendwie fertig zu kriegen. Und du schaffst das nicht oder verzweifelst eh schon urstark. Und dann hast du es einmal geschafft. Bist deppert. Und die Platin, Alter, die, boah. Da habe ich mich gefreut gehabt. Bist du deppert. Da habe ich mich wirklich sehr stark auf den Platin gefreut gehabt. Es gab aber auch wieder so ein, zwei. Und die von Storm 3 habe ich mich auch extrem gefeiert. Die habe ich auch sehr gefeiert, bist du nahe. Da habe ich mir auch schwer dann. Das heißt, du musstest ja bei jedem Kampf S-Rang und so alles erreichen. Das. Bruder, schafft es einmal. Sei mal nicht böse, aber schafft es einmal. Bei jedem Dreckskampf S-Rang, weil du musst alles gescheit drücken, etc. Das. Vergiss, Junge. Vergiss. Weißt nicht, wie ich das früher geschafft habe, aber ich hab's geschafft. Muss man das angewöhnen in der Luft? In der Luft kann er besser das machen. Den Booster. Kann er besser den Booster aktivieren. Die Überreste sind noch da. Na moin. Ich sehe ein Rufzeichen. Ja, machen wir eben schnell noch mehr, hätte ich gesagt.
Fahren wir schnell mal her und dann schauen wir kurz beim Rufzeichen vorbei. Das ist wieder sicher ein Nebenquest. Bam! Weg! So, machen wir gleich einen Booster. Machen wir gleich einen Booster, hätte ich gesagt. Bam, Alter! Bam! So genial, Alter, so genial. What? Falscher Gang, mal wieder. Und das ist genau bei denen, wo ich schon vorher gesagt habe, falscher Gang. Ah, Wahnsinn, Alter, muss ich das jetzt mit Mistig noch schaffen? Oder wie ist er? Schafft ihr das nicht? Na, na, Alter, der Battle, Alter. Was ist mit dem los? Zack! Schön, 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 schön. Na, komm her, Bulli. Bist du nicht bei der Dame Casino nicht schon hier? Lass mir mal Arsch. Aber man sieht schon einen starken Unterschied. Allein schon, wie schnell wir von 2000er schon hergekommen sind. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schnell das geht. Wenn du den Modus hast. Allein schon, ich glaube, dass da, wenn man fliegen tut mit der, mit die Charaktere, wir haben ja noch, also bisher, beziehungsweise, es gibt ja eine Trophäe, wenn du einen fliegenden Charakter verwendet hast. Dabei habe ich ja noch gar keinen verwendet. Bin gespannt, wie der sich das spielen. Bin gespannt. Aber schau, wie schnell das sich schon wieder aufsammelt, oder? Das ist ein Wahnsinn! Das geht rucki zucki! Das ist ja nix! Oder das ist ja schon wie bei Stampede, oder? Zack, zack, und wieder geht's 4. Und wieder geht 4, oder? Gerade, dass er einmal kurz die Puste rausgeht. Na, machen wir weiter. Nochmal Gear 4. Passt schon. Machen wir schon. Brauchen wir schon. Ich liebe es, Alter. Ich liebe es so sehr. Oh, da kommen jetzt aber genug raus. Bist du narrisch? Na, warte, na, warte. Haben wir den hier. Zack, zack. Schau, wie groß. Das ist abnormal geil. Komm her da. Zack. Hier können wir auch nicht. Ah, da mal nicht. What? Welchen Bereich machen wir jetzt? Wir haben hier schon alle gefickt. Ja, da haben wir noch ein Rufzeichen. Da haben wir noch ein Rufzeichen. Was ist denn da los? Der Frank, in der Warte, hilft da ein bisschen. Das war jetzt keine Herausforderung. Na moin. So, ich finde das so genial. Und jetzt wird es jetzt aber langsam Zeit. Ich sehe es schon. Ja, ich sehe es schon. Bis dann, Arisch. Wo ist? Jetzt soll ich plötzlich so viele Meier machen, oder wie ist das jetzt? Das ist wahnsinnig, oder? Jetzt, wo ich schon alles eingesammelt habe. Ist ein Deppert, Alter. Wahnsinn. Alter, da gibt's ja gar keine Gegner mehr. Na, leck mir am Arsch. Na, schauen wir mal ganz kurz noch hin. Vielleicht werden ja welche gedroppt. Ich glaube, zwar eher weniger, aber... Ah, machen wir mal die Vorräte fertig. Vielleicht kommt es so einfach raus. Kann ja möglich sein. Machen wir einfach alles kaputt. Okay, ich gehe mal einfach irgendwo hin. Ha, jetzt haben wir was. Perfekt, so kriegen wir die Punkte noch hin. So kriegen wir es noch hin. Hey. Guter Druck. Freut mich. Wenn ruhig öfters der Käst zu mir herkommen. Erst recht, wenn ich im GP-Modus bin, gell? So besser. Ein kleines Stickerl noch. Ganz kleines Stickerl und dann haben wir es. Ich glaube schon wieder im GP-Modus. Einsetzen. Let's go! Alter, ich freue mich schon so auf den Snake Man. Bist du deppert, das muss abgehen, Alter. Der muss abgehen, der Snake Man. Bist du deppert. Ich geh da schnell erobern. Das gibt's ja nicht. Ich will unbedingt die Nebenquest erledigen. Haben. Komm her da! Ui, schön offen! Komm's her da! Zack! Die mag ich voll, Alter, wenn viele Gegner da sind. Die ist Bombe, Alter.
Oh mein Gott, no, ist ja leider nicht ausgegangen. Okay, cool. Schade, wirklich schade, Alter. Hätte sie ausgemirsen. Es hätte sie ausgemirsen. Na wart. Na wart, na wart, na. Das machen wir schon. 10 Zähne! Uiuiuiui. Die Puste ist auch noch ausgegangen, na wart. Wir kommen schon. Kann sie nur um Stunden handeln jetzt, aber ist ja wurscht. Wir haben ja kein Gear 2 am Start. Alter, das war ja auch so geil, Alter. Unendlichkeitsbooster aktiviert. Das ist so genial, Alter. Ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwem treffe, aber ich hab sicher irgendwem getroffen. Irgendwem fix. Da haben wir es mal wieder. Der wird ja nur eingesetzt, Alter. Der wird nur eingesetzt, Alter. Komm her da, komm her da. Perfekt. So, das sammeln wir auch gleich. So, zack. Das haben wir sie auch noch. Uff. Na, wo ist jetzt? Warte, gehen wir schnell in den Eingang noch. Ich glaube, jetzt wisst ihr, was ich meine. Und man kann urgeil Sachen zerstören, aber es ist auch ein Muss für eine Trophäe. Ganz wichtig. Man muss 1000 Gegenstände fertig machen. Oder da muss der mal so heftig sein, die Modus. Und dann auch noch 1000 Gegenstände mehr machen. Das muss aber. Puh, das kann aber auch ein bisschen dauern. Weil so viele Gegenstände gibt es ja gar nicht einmal. Machen wir das da. Ah, da haben wir es eh schon. Kurz bevor die Puste ausgeht. Also es wäre aber auch Urarsch, wenn er in die Meier gehen würde, in irgendeiner Art und Weise. Oh, Rufzeichen. Let's go. Was haben wir da? Muss ich irgendwas hier machen oder wie? Na, überhaupt nicht. Aber ich kann nicht einmal da durch. Geschleicht. Normalerweise kann ich überhaupt. Sicher, normalerweise kannst du da durch und schießt bei Balli. Wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Oh, jetzt habt ihr ihn fertig gemacht. Na gut. Ich komme hier schon langsam beim Ziel an. Muss ich aber auch gleich hier. Das könnte ja möglich sein, dass sie ihn dann auf uns warten. Wissen wir jetzt? Na, glaube ich jetzt. Glaube ich irgendwie nicht. Ich habe es ja vorher noch probiert gehabt. Vorher habe ich es noch probiert gehabt, aber es ging nicht. Ja, vielleicht jetzt. Euer scheiß Ernst. Euer scheiß verfickter Ernst, ohne Spaß. Geh komm. Leckt mir da am Arsch. Ah, schade. Und wo geht's als nächstes hin? Ich warte ja nur doch, bis ich irgendeine Anweisung krieg. Sonst wird's ja viel zu einfach. Warte ja nur drauf. Admiral wieder erwähnt. Cool. Perfekt. Let's go. Ich komm schon. Ich komm schon. Bam. So, jetzt können wir eine schöne Abreibung hier. Mit ein bisschen Gear 3. Zack. Next. Next. Ja, nehmen wir auch Chance der Abschied. Oh.
Oh, er dürfte einen Treffer landen. Na moin. Jetzt hätten wir schon fast doch gehabt. Jetzt geht er mehr. Jetzt hätten wir wirklich schon fast doch gehabt. Jetzt geht er mehr. So, machen wir gleich hier vier Augen noch zusätzlich. Dann machen wir es gleich mal schön rund hier. Damit wir schon auf alles eingesetzt haben gegen ihn. Perfekt. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut abgewehrt. Wow! Ho! Bist du öppert, ist aber geflogen. Den dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen, den Habschi. Jetzt hat er was erkannt und jetzt hört er auf. Gut einmal. Aber nicht schlecht, den darf man überhaupt nicht unterschätzen. Oder bist du einfach so abgewehrt? Nicht schlecht. Okay, er hat zwar nicht G4 eingesetzt, aber ist drum und dran, aber trotzdem, das allein schon die Attacke, zack, bumm, und weggeworfen ist er. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Uff. Perfekt, perfekt. Und wieder mal ein Bonus. Perfekt. So muss das sein, so muss das sein. Nehmen wir ihn. Ach so, na schau, wen dürfen wir jetzt erspülen. Da bist du deppert. So, aber jetzt, neuer Arc. Wir kommen, am Schluss holen sie mal wieder.